So, und da sind wir wieder bei Sons of the Forest. Lässt man mich schlafen? Nein, lässt man mich nicht. Hallo, Fingers. Ich würde eigentlich ungern da oben pennen. Müssen wir warten, bis Kevin wieder runtergelaufen kommt. Scheinbar darf man hier nicht nach vorne laufen, wenn man hier ankommt. Sonst wird man da immer runtergeschmissen. Am besten wäre das ja, wenn wir da irgendwie so eine kleine Aufhaltplattform hier hinsetzen würden, dass du nicht nach hinten rutschen kannst. Wie hast du das Seil so lange bekommen? Wäre jetzt eine Frage von Leuten, die das Spiel noch nie gesehen hätten. Bei mir. Ich habe das nicht so lange bekommen. Und wir haben Schnee. Ist gut. Fingers noch da? Sehe keinen Fingers. Nö. So, ich möchte gern wieder priorisieren, dass wir hier weiterbauen. Ist gerade wichtiger. Jetzt müssen wir natürlich warten, dass Kevin wieder runterkommt. Dann müssen wir den hier arbeiten lassen, weil hier kann der mehr Holz hinbringen. Hier kriegt er auch generell mehr Holz. Ich werde auch mal diese Woche fragen, ob wir wieder im Multiplayer spielen können, weil den Winter müssen wir ausnutzen, um hier richtig viel am Boden zu arbeiten, bis der endlich mal fertig wird. Geht zu zweit einfach schneller. Ist auch von elementarer Wichtigkeit, um dieses Projekt hier überhaupt erst abzuschließen, was wir ja angefangen haben auf dem See. Ansonsten wird das nämlich noch wesentlich länger dauern. Ich glaube, sobald wir erstmal den Boden haben, kann es natürlich sein, dass die Wand hier wesentlich einfacher wird. Weil dann können wir auch jederzeit sagen, hey, ich möchte dort und dorthin eine Zipline setzen. Und natürlich kommt hier noch die Mauer drumherum generell. Um das hier alles abzusichern. Wirklich sicher wird es nicht sein, aber sicherer als vorher. Kevin wird jetzt erstmal eine Folge brauchen, bis er hier runterkommt. Hau sie weg, so locker wie Speck. Guck mir nicht aufs Heck, sonst liegst du im Dreck mit meinem Hammer. Ich werf
Atem und hab gechillt wie Gladiador. Schieß auf den Kopf, da ist jetzt ein Loch, das ist mein Kopfrott. Ich hau sie weg, so locker wie Speck. Guck mir nicht aufs Heck, sonst du im Dreck mit meinem Hammer. Ja, ich denke drüber nach, ob ich nicht einfach all diese ganzen Tracks mal auf YouTube hochlade, in so eine Playlist reinpacke, damit Leute, die die vielleicht einfach so hören wollen, einfach die Möglichkeit dazu haben. Kommerziell werde ich die wohl nicht benutzen, weil ich habe immer noch nicht auf der Seite da dieses Dingens da abgeschlossen. Aber wenn ich das ja eh nicht mache, also kommerziell nutzen, sollte das ja hoffentlich in Ordnung sein. Dann können die mir, glaube ich, nichts anhängen. Das stand ja auf der Seite, wenn du das kommerziell nutzt, dann ist das schlecht. Das wollen wir nicht. Ja, ich nutze das nicht kommerziell. Ich nutze das hier für Videos im Hintergrund, die kein Geld verdienen. Heißt, nicht kommerziell. Aber gut, die haben bei dem Ino und Bridget Song ja auch nichts gesagt. Also ist das wahrscheinlich wieder so eine Verteidigung, die ich hier gerade aufführe, die komplett unnütz ist, weil eh kein Problem da ist. Können wir das bitte lassen? Da sehe ich wahrscheinlich wieder nur dieses Problem, falls es denn auftreten könnte. Und versuche mich schon im Vorhinein deswegen zu verteidigen. Das ist halt aber auch so ein Survival-Mechanismus, den ich einfach habe, den ich eingebaut habe, weil ich muss immer vom Schlechtesten ausgehen. Dann kannst du wenigstens nicht irgendwie überrascht werden vom Schlechtesten. Stressmanagement ist halt wichtig für mich, um den extrem schlechten Sachen halt einfach direkt schon aus dem Weg zu gehen. Ich weiß, ich werde nicht so wütend über Sachen, von denen ich weiß, dass sie potenziell passieren, anstatt von Dingen, die einfach aus dem Nichts kommen und ja, mir dann ein schlechtes Gefühl bereiten. Ist auch noch so viel. Der Boss sollte auch bald wieder hier ankommen. Wird langsam wieder Zeit. Vielleicht war er auch schon da, einfach so im Hintergrund, aber dann haben wir den gar nicht wirklich engaged, also ist der nicht zu uns gekommen. Ist denn ich? Hm.
Es wäre zu. Es sind leider noch wesentlich mehr von diesen Löchern, die wir zumachen müssen. Eventuell baue ich da vorne auch mal. Einfach weil ich dann schon näher dran bin an der Stelle und das einfach übertragen kann. Kelvin sollte auch gleich hier ankommen. Irgendwann mal. Jetzt hat noch den Berg runter. Unnütz wie immer. Lässt sich extra Zeit, ne? Der hat bestimmt irgendwie noch auf dem Weg so ein McDonald's oder sowas gesehen und sich dann gedacht, ja gut, da halte ich jetzt mal an. Ich weiß nicht, warum er dann plötzlich so einen komischen Dialekt dazu bekommt, aber hey. Ich finde das übrigens immer komisch, ne? Wenn man mit Amerikanern über Akzent und Dialekt redet. Aus irgendeinem Grund wissen die nicht, was ein Dialekt ist. Die sagen einfach, zu allem ist ein Akzent. Auch zu Sachen, die halt einfach bei denen, sagt man innerländlich? Keine Ahnung. Jedenfalls in deren eigenen Land, die Leute, da ist das bei denen immer noch ein Akzent aus irgendeinem Grund. Da müsste es aber ein Dialekt sein. Akzent ist, wenn ich jetzt Englisch sprechen würde. If I would talk in English. Das ist ein Akzent. Und Dialekt ist wie wenn ich hier jetzt mit meinem Wat und Dat ankomme. Regionstechnisch abhängig. Ja, technische Wortverwendung, Sprachgebrauch, wodurch man dann halt auch so bayerisch, deutsch und so ein Zeug hat. Amerikaner wäre das so ein bisschen ja, texanisch, ne? Das wäre Dialekt. Ist bei denen aus irgendeinem Grund immer noch Akzent. Das sind so Sachen, die mich halt einfach stören. Ich mag das ja immer logisch richtig in irgendwelchen Sachen zu sein. Deswegen stört mich so ein Zeug, wenn jemand halt einfach was Falsches sagt. Ist ja auch nicht falsch, Leute zu korrigieren. Verstehe ich bis heute nicht, warum es einige aufregt, weil, hey, du machst einen Fehler. Dann komm doch nicht den Leuten, die dir nett gegenüber sind, die dich dann korrigieren, blöd. Weil die machen das ja nicht, um dir zu schaden. Die machen das auch nicht, um irgendwie zu sagen, hey, guck mal, ich weiß das besser als du. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass man es Leuten erleichtert. Lass dich doch nicht extra irgendeinen Fehler machen. Und gib dir dann nicht irgendwie noch eine Hilfe mit auf den Weg. Ist doch einfach fahrlässig, oder nicht? Nee, wenn du besser weißt, dann sag doch einfach. Da hatte ich letztens irgendwie auch so ein Gespräch mit meiner Mutter, weil die hat mich
einfach gedrängt an einem Punkt, ne? Also die hat erst mich gerufen, hey, wir müssen los. Und das war halt in der normalen Lautstärke. Dann habe ich mich dann auch schon fertig gemacht und sonst alles. Und dann kommt dieses Drängeln. Wenn ich schon beim ersten Mal gehört habe, schon gerade beim Machen bin und man dann halt aber losdrängelt, wo man genau weiß, hey, da passiert jetzt gerade was, es wurde schon vernommen. Und wenn du dann mit diesem Drängeln ankommst, und das habe ich versucht zu erklären, dann beleidigst du irgendwo die andere Person dadurch. Weil die Person tut ja schon, was du willst. Dadurch, wie sagt man das, generierst du da nicht wirklich so eine positive Rückmeldung, die du da haben willst. Da hast du eher so einen negativen, ja, Ausgang. Das wollte meine Mutter da nicht hören aus irgendeinem Grund. Und dann habe ich dir einfach mal gesagt, dass die sich ein bisschen kindisch verhält in der Hinsicht. Wenn man dann auch noch abblockt, dass man gerade korrigiert wird, finde ich das ein bisschen kindisch, da dann zu sagen, nö, will ich nicht hören. Ich habe dann am Ende natürlich nachgelassen, klar. Da habe ich dann auch keine Lust mehr drauf, wenn man dann ständig sich dagegen so wehrt. Ich verstehe es auch nicht, warum man sich dagegen wehren würde. Das kommt mir nicht logisch vor. Meine, einige sind da auch viel nachlässiger, die halt einfach irgendwie direkt sagen, nö, da sage ich dann gar nichts zu. Aber ich finde, das ist halt einfach schädlich, wenn du da nichts zu sagst. Du musst halt irgendwo auch bestimmte Verhaltensweisen auch kritisieren dürfen. Sonst kommst du ja nicht weiter. Wenn du merkst, hey, das gefällt mir jetzt nicht, was die Person macht, dann nicht zu sagen, dass dir das nicht gefällt, ist halt einfach blöd. Oder nicht? Kannst ja nicht immer ruhig bleiben. Alles einfach hinnehmen und keine Ahnung, lebender Toter sein. Nee, nee, so wurde mir das nicht beigebracht, also mache ich das auch nicht so. Fand ich auch damals halt immer dämlich, ne? Das war, glaube ich, bei Schlümpfe so ein nerviges Ding. Immer wenn dieser Schlaubi-Schlumpf da irgendwas gesagt hat, was halt auch inhaltlich Sinn ergibt. Da haben die den einfach ohne Grund geschlagen und so ein Zeug. Was soll die Scheiße? Der war ja nicht irgendwie so ein Captain Obvious oder sowas. Nein, der hat ja wirklich was auch logisch beitragen wollen oder nicht? Natürlich. Bis heute nicht, wie die meinen, hey, die kannst du alle automatisch alleine fertig machen. Wahrscheinlich mit einer Pistole, klar. Aber nicht mit Nahkampf. Ja, lass mich doch blocken. What the fuck, dass die mich halt einfach angreifen können, während ich auf dem Boden liege, ist das Dämlichste. Treffen. Ja, schlag mich halt aus dem Block raus. Das finde ich auch immer schön. Wir gehen mal weiter weg, vielleicht die spawnen die. Glaube ich nicht, aber.
Es ist ja Hoffnung. Zur Not kann ich die dadurch halt auch ein bisschen auseinandertreiben, dann kann man die ein bisschen besser killen. Sehe aber auch, wir haben schon wieder die 20 Minuten erreicht. Deswegen würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Warum sehen die mich so weit?